Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Männerlords. Ja, in der letzten Folge habe ich mal kurz Panik bekommen, dass unser Spiel verbuggt ist oder gebrochen ist. Und das hat uns wieder natürlich einiges an Probleme geschaffen. Aber mittlerweile gleich sind wir ganz gut auf dem Weg wieder, dass wir wieder bergauf gehen. Es wird trotzdem halt ein wenig dauern. Ja, wir sind aber trotzdem guter Dinge und versuchen hier dauernd Sachen weiterzumachen, Annehmlichkeiten. Die wollen alle eine Taverne. Und vielleicht schauen wir uns mal nach einer Taverne um. Denn wir können sie, glaube ich, sogar schon bauen. Wir müssen sie bloß weiter hinkriegen. Aber ich bin Wolle zu garnen und Weben zu fleinen. Damit kann man Farbstoff machen. Ich würde aber gerne aus Gerste Malz machen. Wenn wir hier so ein schönes Plätzchen irgendwo hätten, würde ich das natürlich nehmen. Und hier drüben dran. Ah, ich muss natürlich jetzt einen meiner Top-Leute hier mal ausschmeißen. Damit die vielleicht auch weiter backen. Weil die backen schon wieder nicht. Sie müssen doch nur das Mehl nehmen, ein bisschen was mixen, fertig machen, in den Ofen schmeißen, Brot fertig. Die sind weder Bauern, die sind weder Schmiede, die müssen nur backen. Und das sind die dümmsten Leute hier in diesem Team. Ich weiß nicht, was ich mir hier angeschafft habe. Wir haben 700 Reichsvermögen. Holy moly. 10. Lebensmittellager. Ja, die sammeln wie blöd. Die werden auch immer wieder abgeholt wie blöd. Aber der Rest halt so absolut null. Hier sind überall Leute auf den Feldern. Sollten eigentlich um dieses... Oh, das Wild... Warte mal, das Wild ist weg. Oh oh. Ich habe kein Wild mehr. Das ist jetzt blöd, du. Wir brauchen mehr Leute auf den Feldern. Ganz, ganz dringend. Wir müssen auf Felder umsteigen. Sowas von schnell. Oh, oh. Warum sind die jetzt verschwunden? Das ist natürlich ein bisschen blöd. Aber wir haben genug Leute, um weitere Bauernhöfe zu bevölkern. Wenigstens eine positive Sache an der ganzen Geschichte jetzt. Wir haben Probleme. Ganz, ganz große Probleme. Bauernhof, 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 Bauernhof. Wo ist der denn schon wieder? Hier ist der Bauernhof. Wahrscheinlich, der Bauernhof geht jetzt einfach hier so eine Straße. Alter Verwalter, okay. So, der hat jetzt ja genug Möglichkeiten. Dann können wir eine Taverne bauen. Können wir dann hier hinten irgendwie reinbauen. Sollte jetzt kein Problem sein. Oder? Brennholz hat er schon mal. Er hat auch ein bisschen Kohle. Holzkohle sich geholt. Auch eine schicke Sache. Oh, schau mal, die Felder wachsen. Wie macht er so, dass er hier überall fast null steht? Null heißt nämlich nichts Gutes. Ich mach mir Sorgen. Söldnerkompanie verfügbar. So, schau, du kriegst von mir direkt mal 4 Leute rein. Flug herstellen. Und 2 stellen wir dann noch hier ein. Das ist gerade eine Baustelle. Ernsthaft? Aha, Mensch.
Baupriorität hoch und so. Weil es nicht Zeit, dass sie die Felder hier sammeln. Und oh Gott, sind die schlecht dieses Jahr. Bitte fahr in die Richtung, in die ich hoffe, dass du fährst. Ja, schön. Endlich eine kompetente Person, die uns gleich die Arbeit erledigt. Kompetente Person? Kompetente Person, hallo. Ihr könnt euch gleich drum kümmern, weil eure Felder sind gleich fertig. Und ihr habt viele Felder. Viele, 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 viele Felder. Was ist denn eigentlich, wenn ich euch jetzt ein paar Felder noch gebe? Warte mal. Wir machen jetzt hier einfach mal so mäßig. Ah, jetzt fangen die erstmal an mit den Feldern, okay. So, jetzt sollte das doch wenigstens schnell gehen, oder? Raus damit. Ich glaube, Flachs haben wir dieses Jahr sehr wenig Ertrag. Wir haben allgemein relativ wenig Ertrag, glaube ich. Wir müssen mal gucken, welche Felder wir als hoch priorisieren. Oh, das könnte vielleicht blöd sein, wenn ich hier ein paar Felder als hoch priorisiere. Ich hätte halt gerne die Felder. Nicht genügend Vorräte. Ja. Ach, ich weiß doch auch nicht, was hier schon wieder los ist. Das ist doch alles wieder dumm. Es sind so viele Dorfbewohner jetzt, die sich nur um den Scheiß kümmern. Und sie kommen trotzdem nicht hinterher. Macht er wenigstens was? Ich glaub's ja nicht. Oh ne, wir haben Malz hier. Das muss ich hier mir zugute halten in dem Fall. So, Felder werden bearbeitet. Also mehr Leute kann ich jetzt auch echt nicht langsam hier brauchen, oder? Ich stelle hier Tonnen an Leute ein, damit die Felder machen. Wir haben einen Monat am Essen. Einen Monat. Einen einzigen. Vollzogen, Felder. Zahlung an Schatzkammer registriert. Ich finde es schade, ich weiß nicht, kann ich Schweine ziehen? Handel, Lämmer, Ochsen, Packesel. Kann ich Lämmer nicht auch essen? Das wäre so absolut Premium, wenn wir Schafe züchten könnten. Das wäre der absolute Premium einfach von daher gesehen, weil wir dann, also wenn du züchtest und wir die dann auch am Ende noch dazu wirklich verwenden könnten, um sag schon, wenn wir die am Ende auch noch zu diese Menschenmassen schlachten könnten, weil wir züchten, hätten wir eine Mega-Funktion. Weil das einzig große Problem ist ja aktuell, dass wir es nicht hinkriegen, Nahrung zu halten. Wenn ich Schafe killen kann, die ich in Massen züchte, auf Wiesen, Problem solved. Problem, das Problem musst du erstmal solven. Die kriegen von mir trotzdem noch ein Feld. Und das ist rein Weizen, fertig, aus. Na
Ah, der Ochse fängt gleich da oben an, okay. Weißt du was, ihr kriegt noch ein Feld von mir, weil aktuell scheint ihr echt das gut hinzukriegen. Was auch nur Weizen ist. Und gleich noch ein Feld dazu. Wir brauchen eine Grundfunktion an Feldern mal, die nur Weizen machen. Holy shit, die Menschenmasse hier. Lustig, das mag er zum Beispiel gar nicht. Weizen. Weizen. So, langsam haben wir hier so eine Feldlandschaft. Aber gut ist, dass wir das ja einigermaßen hinkriegen. Nachteil, wir haben keine Nahrung. So absolut null Nahrung. Und das macht es nicht besser, dass wir irgendwie ja nichts vorankriegen mit diesem Volk. Und wir jetzt auch kein Jagdgebiet mehr haben. Das ist ja richtig übel. Kann ich Nahrung importieren, bitte? Also, nachdem ich auch bitte auf 30 Lämmer erhöhen wollen würde. Und bei dir vielleicht im Handel nahrungstechnisch weltweites Marktangebot, kritische Nachfragepreise sind deutlich höher als gewöhnlich. Okay. Ich hätte gern einfach einen Fleischimport. Import. Schade, dass wir sowas wie 10 da haben. Oder sagen wir 15. Oder vielleicht machen wir es auf 20. I don't know. Vielleicht kriegen wir ein bisschen was hin. Wir sind nahrungstechnisch echt schlecht dran. Und ich hoffe halt die ganze Zeit, dass unsere Bäcker mal gescheit arbeiten. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, die machen nichts. So absolut null nada niente. Und das ist nicht gut fürs Business. Nicht gut. Weil wir haben halt keine Nahrung. Die Leute verhungern, weil die nicht arbeiten. Die können doch arbeiten. Oder habe ich hier irgendwas falsch gecheckt? Bin ich hier genauso blöd wie in Ara History Untold? Also kannst du mir nicht sagen, dass ich... Ja, okay, normalerweise brauchst du irgendwie 4 Kilometer Felder für so eine Dorfgröße, aber... Ach, komm schon. Irgendwo muss doch Realismus dabei sein dann, wenn ich hier keine Nahrung habe, dass ich das irgendwo anders herkriege. Wie vor allem komme ich an Fisch? Irgendwo muss ich ja auch Fisch denn herkriegen, oder? Gibt es einen Fischbetrieb oder sowas mittlerweile? Ne, scheint es nicht zu geben. Viehhandelsposten ist das hier. Ein Siedlerlager. Hier hätten wir ein großes wilde Tiere-Lager. Was? Siedlungsoptionen. Startvorräte. Und lol, ich muss dir eine Startvorräte geben. Ach Gott, nee, wir lassen es fürs Erste. Okay, dann muss ich erstmal schauen, dass ich meine Stadt stabilisiere, bevor ich das anfange. Weil Nahrung fließt nicht und ich verstehe es einfach nicht. Ich habe gedacht, ich hatte früher nie so viele Probleme wie jetzt. Klar, ich hatte nie früher die Burg hier. Aber es sollte ja nichts heißen darunter, dass das Ding nicht gescheit Nahrung produziert, oder? Alter, das ist Let's Play des Nahrungsproblems, würde ich jetzt nennen, schon fast. Ich habe Macht, ich habe Geld, ja super, aber der Rest bringt sie nichts, weil das Dorf wächst nicht. Ich bin gerade irgendwie so ein bisschen perplex im Kopf. Weil ich nicht weiß, was ich machen soll.
Viehbestand. Wartet, wartet, wartet. Ihr wartet einfach alle. Geht wohin? Wartet. Geht wohin? Wartet. Wartet, wartet, wartet. Schafzucht. Ich kann aber nicht meine Schafe dingsen. Das ist Geschäft, ne? Das ist alles Trading. Ich würde halt gerne hier hingehen. Aber ganz ehrlich, wir haben gerade so viele Nahrungsprobleme. Es lohnt sich nicht mal was. Und es lohnt sich nicht, das zu machen. Das hier wäre gleich das nächst lukrativere. Roggenanbau. Ja, was soll ich mit Roggen, Mensch? Bewässerung. Kann Dürren überstehen. Dünger. Das hieß einzäunen und eine Bäckerei. Eine produziert mit doppelter Effizienz das Gemeinschaftsosenbrot aus Mehl. Wäre geil. Ich sag euch ein Problem. Ich hab jetzt keine Nahrung, um mich auszubauen. Nicht später. Jetzt. Und ich habe hier schon überall Felder drin, damit noch mehr kommt. Ich verstehe es einfach irgendwie gerade nicht. Aber du kannst mir doch nicht sagen, dass das Spiel bei mir so verbuggt ist aktuell, oder? Geht nach Hause. Können wir bitte wieder ein bisschen Frühling haben? Ja, ja. Wir wissen alle, was es heißt. Wir brauchen wieder Nahrung. Fruchtwechsel vollzogen. Okay. Fünf von sieben, acht von zehn. Alter, ist das jetzt... Was? Zweitens, was zur Hölle ist das? Warte mal, farmen die die jetzt? Oder haben sie das Feld einfach nicht fertig gemacht? Hä, waren die damit nicht fertig? Die waren damit nicht fertig, so schaut das aus. Ich hätte gedacht, ihr wart durch. Leider nicht erdacht, ihr seid durch da gewesen. Und ganz ehrlich, der Ertrag, den ich hier aus den Feldern kriege, ist auch nicht schön. Hätte ich mir besser vorgestellt. Da waren wir nur in größeren Feldern besser, da ich ja teilweise 60 rausbekommen. Irgendwas verstehe ich gleich nicht so ganz und irgendwas mache ich sehr, sehr falsch. Aber irgendwie ist es doch hier verhext. Ich habe so viel Garn, ich habe so viel Leder. Noch eine Schmiede, die mir Schwerter macht. Was ist das denn? Eisenteile. What? Aber guck mal, jetzt kann ich doch bestimmt hier erweitert. Oh, jetzt kann er Armbrüste machen. Schick. Aber dafür brauchst du Eisenteile. Schau mal, bestellen wir hier um. Und dann machst du mir anstatt Schwerter Eisenteile. Und du kriegst von mir ein Limit und zwar 300. Erweitert, du machst Speere, du kriegst auch ein Limit. 200. Was hier denn? Das sind die Armbrüste, da machen wir mal ein Limit. Von 150, würde ich sagen. Was hast du für eine Erweiterung? Du machst aus Leinen Gambosen. Du brauchst Farbstoff. Alter, Leute, ich habe nicht so viel Bären, dass ich mir das leisten kann. Ich weiß nicht, was die sich vorstellen. Das ist der pure Wahnsinn, wie die sich das vorstellen. Und langsam scheint, dass der Wald auch zurückwächst. Und hier wachsen auch überall jetzt mittlerweile Bäume. Schick.
Bloß ich sehe halt hier keinen Vorteil aktuell auf den Feldern, dass wir... Dass ich das in kleine gemacht habe, ich habe mir eher von, ehrlich gesagt, mehr von erhofft. Das ist ja alles Schrott. Wir haben einen Monat Nahrung. Grandios. Kann ich jetzt hier zum Beispiel sagen, ich baue jetzt trotzdem so ein Ding. Ich bin gerade irgendwie ein bisschen deprimiert mit dem Spiel. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt, ob es am Spiel liegt, aber irgendwie geht das nicht so voran, wie ich mir gehofft hätte. So, wir bauen jetzt alles Brauhaus und sind fertig aus. Dann kannst du mir nicht sagen, dass das einfach nicht funktioniert. Ich habe dieselbe Menge an Feldern fast jetzt. Zwar ein bisschen mehr aufgeteilt, unterschiedliche Rohstoffe und alles hin und her. Aber ich krieg viel weniger Ressourcen, was ich nicht gedacht hätte. Es sind ja einfach kleinere Felder, dafür mehr. Aber warum sind die so langsam? Schau, ich gebe einfach euch mal den sehr hohen Anteil, weil ihr seid die Felder, die immer für uns Weizen produzieren sollen. Und du kriegst einfach den höchsten Status. Aber ich habe jetzt die extra klein gemacht und die sind so schlecht vom Umfang her, dass ich nicht weiß, was ich davon halten soll, ganz ehrlich. Weil ich habe das Ganze einfach im falschen Verhältnis wachsen lassen. Könnte auch sein, ganz ehrlich. Aber dass ich auf Stufe 3 komme, brauche ich halt erstens Geld, Ziegel und eine Taverne und eine neue Kirchenstufe und natürlich Bekleidung und alles Mögliche. Habe ich alles nicht. Und er redet mir immer dann davon, oh, schau mal. Wir haben neue Söldner bei der Verfügung und es sind immer noch dieselben Deppen wie immer. Normale Schilder haben wir keine, aber ansonsten ist das Heer mittlerweile voll ausgestattet, ne? Schilder, Bogen, Bogen, Bogen und du brauchst Schilde. Wo hatten wir denn für dich die Schildproduktion hin? Wir hatten hier die Schilde produziert für die. Was ist durch? Die umgestellt? Kann auch sein. Machen wir ein 200er Limit oder sowas. Produzier mal. So, ich würde jetzt gerne mit euch noch anschauen, wie das hier mit den Feldern ist. Weil irgendwo muss ich doch einen Vorteil rauskriegen, oder? Weil jetzt habe ich ja gar kein Wild mehr. Klar, ich habe vielleicht ein bisschen übertrieben mit dem Wild, aber... So, Jagdlage. Ja, die sind komplett nutzlos. Ganz ehrlich. Die sollen jetzt hier bitte schön in die Taverne reingehen. Muss ich dafür immer noch ein Bierbrauer wahrscheinlich machen, oder? Arbeiter verteilen Bier. Ja, ich muss vorher noch sicher einen, der Bier braut. Wo ist denn der Bier braut? Wo ist denn der Bierbrauer? So, das ist die nächste Sache. Wo mache ich Bier? Lebensmittelkarre, nee. Marktplatz habe ich schon. Hä? Ich verstehe hier was ehrlich gesagt nicht. Also brauche ich sie gar nicht anstellen, weil, hey, ich habe zwar das Ding jetzt, aber ich kann kein Bier brauen. Okay, das ist wurscht. Was nicht wurscht ist, dass ihr jetzt die zwei Leute dazu kriegt, damit ihr wieder mehr Leute habt. Zehn von zehn, zehn von zehn, sechs, acht, zwölf, drei, null, eins, null.
Das wird nicht gut, Leute. Nein. Meine simple Antwort. Nein. Ich habe dafür jetzt ehrlich gesagt keine Lust jedes Mal, mich um diese Truppe zu kümmern, die da hinten langläuft. Jedes Mal kommen die und jedes Mal muss ich sie bekämpfen. Ist gerade irgendwie, ganz ehrlich, ich mag das Spiel echt gerne, aber aktuell fühlt es sich irgendwie an, als ob ich gerade irgendwas so falsch mache und ich es überhaupt komplett übersehe. Klar, die großen Felder waren Fehler, absolut. Aber ich komme ja nicht mehr aus dem Nahrungsproblem raus. Ich habe gerade 2 Monate Nahrung irgendwie. Und ich krieg schon wieder Banditen. Schon wieder. Ich hatte ja nicht erst schon Banditen 3-4 Mal. Irgendwie. I don't know. Was ist denn das? Zerstörte Windmühle. Da war aber eine Windmühle. Super, die sind schon wieder fast an der Grenze. Jetzt muss ich dann die Leute in der Hauptsaison wieder abfangen. Wenigstens haben wir hier wieder einigermaßen Einheiten drin. Was, wenn ich hier Bogenschützen reinstelle und fertig? Sammeln, bitte hier. So, wir stellen sie breit auf. Okay, nächste Runde. Es wird genau das, Ah! Nee! Nee! Der kriegt jetzt Schussreichweite.
So, lassen wir sie im Kreis laufen. Jetzt muss ich leider den da hinten ein bisschen alleine lassen. Feindliche Einheit gesichtet. So, lassen wir die schnell umsichten. Los geht's, Jungs. Render. Wir haben wesentlich weniger verloren wie sonst. Nice. Wir haben es abgewehrt, Freunde. Wir haben es abgewehrt. Es war natürlich wieder eine sehr spannende Zeit dafür. Holy moly. Und natürlich wieder auch einige Tote. Das darf man nicht vergessen, wir haben doch einige Tote auch zu beklagen jetzt hier. Die Leute tragen es wenigstens schon heim. Der Wagen fährt einfach so respektlos drüber. Das war hier das Killing Pit sozusagen. Aber holy moly, okay, ja, das war etwas, würde ich es nennen. 26 Leichen zu begraben. Unsere Mine wird langsam auch leer. Ich hoffe jetzt, dass die Felder bald den Ertrag liefern müssen. Und wir wirklich sehen, was wir rauskriegen. Weil das könnte noch eine sehr spannende Sache werden, was wir wirklich hier rauskriegen. An den Feldern und ob es sich was Positives bringt, kleinere Felder zu machen jetzt. Weil wir verlieren ja schon ein bisschen Fläche. Aber nicht so viel, dass ich sagen würde, das sollte einen großen Unterschied machen. Aber wenn wir es dafür ertragreich hinkriegen, dann no problem. 40 Leichen. Uff. Wie es ausschaut, haben wir aber auch mittlerweile kein Lebensmittellager mehr voll. Das macht doch keinen froh. Ganz ehrlich, das ist doch alles schrecklich. Wir hatten jetzt Armbrüste. Und nur noch eine Speerdivision. So langsam haben wir ein kleines Heer zusammen, aber halt nicht ein gutes Heer. Hm. Ah, schau, wir farmen. Wir farmen. Ah, super, jetzt liegt alle. Ich hasse Regen. Mensch, es kann nichts gut laufen in diesem Game, oder? Okay, jetzt hat der Regen aufgehört. Gut. Wollt mich schon weiter beschweren, ich sag's euch. Was ist mit den restlichen Feldern? Oder macht jetzt erstmal die Prio-Felder durch, bevor ihr die anderen überhaupt antatscht. Aber schau an, die Pflüge fangen jetzt schon an. Müsste ich eigentlich noch einen weiteren haben, oder? Der auch irgendwo hier rumfährt. Dann müssten die sich um die restlichen Felder kümmern. Na, okay, der andere ist noch im Transportwesen heute zuständig, wie es ausschaut. Alter, diese königlichen Steuern, die machen einen fertig. Bis zur Erhebung. Der pure Wahnsinn. Kann ich rein theoretisch aber sagen, ich will das beanspruchen. Mit 2000 Gunst. Ich weiß bloß nicht, ob er mir dich dann ankämpft. Ah, ich hasse es. Hier sind 53 auf Lager. Hier sind 5 auf Lager. Wir hatten davor fast 100.
Hier steht ein Wagen einfach mitten auf dem Feld, so mäßig. Okay, hallo. Wir haben noch nicht fertig gemähte Wiesen. Was machen die? Was ist mit dem Rest der Wiese? Muss ich verstehen, was hier passiert? Ich stelle meine Wiesen um, ganz ehrlich. Ich verstehe es nicht. Aber Leute, ich würde sagen, das war genug Frust für einen Tag. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann.